jetzt aber eben wirklich zu dieser Mitarbeiterzufriedenheit führt und zu einer höheren Identifikation führt, ist es eben, dass diese Ziele eben auch gemeinsam vereinbart werden und die Mitarbeiter darüber hinaus auch den notwendigen Spielraum haben, innerhalb der oder die vereinbarten Ziele auch zu erreichen. Das heißt, sie müssen einen gewissen Entscheidungsspielraum haben. Und damit das Ganze dann in weiterer Folge auch noch funktioniert, ist es unumgänglich, dass sie Mitarbeiter haben, welche einerseits selbstständig antworten und auf der anderen Seite auch in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. Ja, soviel nochmal zum Thema Management by Objectives. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. ein Abo unseres